Deutscher Tischtennis-Pokal. Gruppenphase. Und da geht es langsam in die letzten Spiele. Seit 10 Uhr läuft. Jetzt haben wir kurz nach 18 Uhr. Vier Teams. Eine davon steht kurz vor dem Triumph. Also dem Weiterkommen in die nächste Runde. Und das sind die Jungs von Hildburghain. Waren ein bisschen gestresst heute, weil sie gestern in Buxheim ein Turnier gespielt haben. Da waren nicht alle richtig fit. Aber sie haben sich so durchgeschlängelt. Und jetzt kommt es möglicherweise schon, schauen wir mal, zu einem Happy End. Komarek spielt für die Passauer. Und Dennis Descartes. Links im Bild. Als Nummer 3 für Hildburghain. Schiedsrichter ist Werner Kuritscher vom CVN Erlangen. Und im Hintergrund der Mann mit dem Riesenrohr, das ist Erik Thomas, Top-Fotograf, bei allen Großveranstaltungen immer mittendrin. Könnt ihr gerne besuchen. Gut Fotos im Internet. Riesenarchiv. Alle Großen der Welt sind da abgelichtet. Kontakt auch über Facebook. Da stellt ihr auch mal das eine oder andere wunderschöne Foto rein. Das da könnte möglicherweise auch von ihm sein. Weiß ich aber nicht sicher. Final Four. So, jetzt Lille, Aufschlag, Dennis Descartes. Und ein reichlich geschaffter Johannes Stumpf wird gleich die Kamera umschmeißen. So ist er, so kennt man ihn. Thank you.
Namen wieder in der Sammlung, aber auch in den Spielen zu sagen. In der Rolle vielleicht in der Rücken, man hat sich schon vorbereitet, dass man spielen lassen. Ja, aber das kann nicht sein, der hat jetzt ja nicht auch. Hat auch keine Ahnung. Hat auch keine Ahnung. Ja, das kann auch nicht sein. Ich meine, der hat ja in der ersten Runde auch nicht. Der hat jetzt einen guten Qualifikation bestanden. Ja, aber Kommt denn da auch noch ein bisschen?